Ja. Aber wie, weiß nicht mehr. Denk auch über Getty oder Steffi. Ich denk einfach nur so, dass du, wenn ich mal bei Steffi und Kati oder Getty drauf war, dass sich Twitch dann vielleicht so die Videos merkt, die man sich dann anguckt, oder die Streams, die man sich anguckt, vielleicht irgendwie merkt und dir das dann automatisch vorschlägt. Und wie gesagt, du hast dann eben halt relativ, ich glaube, da hattest du 10 Zuschauer oder so gehabt. Also echt nicht viel dabei. Und dann Daisy. Und dann fand ich dich witzig. Dann eben halt dein Dialekt und so, das fand ich dann echt super witzig. Und ja, das hat dann. Dann bin ich hängen geblieben. Ganz im Ernst, Steffi gucke ich gar nicht mehr so häufig. Auch Mango gucke ich tatsächlich nicht mehr so häufig. Manche kommen auch über empfohlene Kanäle zu mir. Na, guck. Mango gucke ich auch nicht mehr so häufig. Weil was ich zum Beispiel nicht mag. Ich frage da gerne nach, wie sie mich gefunden haben. Ja, das ist auch berechtigt, ne? Kannst dich ja dafür interessieren, wie die Leute auf dich gekommen sind. Guck mal, zum Beispiel bei Steffi war das so, die hat mir zuerst ein Follow gegeben gehabt. Ich glaube aber, es kam dann durch TikTok. Vorsicht, da kommt was. Oh nein, nachladen! So. Das war's, alles klar. Kann ich das jetzt immer noch bei OBS? Kategorie ändern? Ach so, geht ja immer noch. Cool. Ich dachte, das geht nur einmal im Leben. Tatsächlich, ey, cool, kannst mal sehen, wie doof ich bin. Ja, genau. Ghost of Fukushima. Gib mir doch mal eine Chance, dass du mir da jetzt mal Breaking Point reinhaust. Dankeschön. Fertig. Genau. Hat er gemacht jetzt, ne? Genau. Bops. Fertig. Ja. Chaos im Dings. Oh, Scheiße, wo kommen die denn noch her? Oh, was? Willst du mich verarschen? Mehr Feuerkraft, Wixit. Ich habe nichts dagegen. Bei mir ist es nicht gerne. Echt nicht? Doch, sollte doch. Bei mir steht jetzt Tom Clancy's Ghost Recon drauf. Nochmal fertig drücken. Er steht wieder Only ab. Oh! Jetzt sucht er es gar nicht mehr, ne? Achso, hat ein bisschen gedauert. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt ist mir entfallen, was ich sagen wollte. Ach Scheiße, das sind Drohnen. Mein Gott, wer fliegt so denn? Trifft mir doch nicht. Hab einen erwischt. Ah, die Mates sind ein bisschen heftiger als ich, wa? Okay, haben wir rechts haben wir noch mehr. Warum wird die Musik jetzt so aggro? Hör mal auf, das hat sie die ganze Zeit nicht gemacht. Ich hab den Feind entdeckt. Da. Oh! Mach dir Scorpion. Die Drohne hat keinen Kraft mehr. Die hätten wir jetzt wirklich. Phänomenal. Kann nicht schaden, sich das anzusehen.
genau, dass wir hier sind. Ich wünsche noch, ich muss jetzt leider den blöden Haushalt machen, bleib aber beim Lurk. Ich wünsche dir was, wir lesen uns, mein Lieber. Ja, danke schön fürs Vorbeischalten und für die nette Unterhaltung mit dir. So. Derweil müssen wir uns jetzt hier auf unsere Mission konzentrieren. Was ist denn das für ein LMG-Kompensator? Moped unterwegs. So, wir waren auf dem Weg dahin, ne? Genau. Ach Quatsch, wir hatten gestern doch davor gespeichert gehabt. Warum hat er denn hier jetzt uns wieder hierhin verfrachtet? Oh, guck mal, es sind Leute. Immer wieder gern, ja. Vorsicht, da drüben ist er. Komm, gib nicht so an. Gib nicht so an. Ja, geiles Aiming halt, ne? So, da haben wir einen Heli, befeift. Boah, den Heli wollen wir uns zocken, oder? Der ist doch nice. Ja, in dem Moment kommt eine Treppe. Ich wollte gerade schießen und in dem Moment geht er die Treppe runter. Oh, da, der hier. Panzer da, das ist ein... Kein Arbeiter, das ist ein... Eine Wache, bleibt doch mal stehen. Lass dich auf den Kopf schießen, genau so. Wir hatten ja mal die Drohne... Wir hätten ja auch mal die Drohne da durchfliegen lassen können, damit wir einmal ganz kurz wissen, wie viele Leute hier sind. Komm raus, guck es dir mal genauer an. Ach, geht doch nicht in die verkehrte Richtung, sollst du die Tür wieder rauskommen. Man guckt sich doch immer an, warum der da liegt. Und man rennt doch nicht irgendwie in die verkehrte Richtung denn und sagt, ach ja, nee, war ja nichts. Oh. Jetzt das Geschütz mal wegmachen. Wir wissen, dass wir hier sind. Ist das so? Oh Scheiße, sind noch mehr. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, echt nicht. Sahne-Schuss, Sahne-Schuss. Yeah. Yeah, baby. Oh, was? Dröhnchen, lass mal fliegen hier. Komm, wir fliegen mit dem Dröhnchen rum. Oh, da oben nicht, da unten. Da, der haben wir einen. Gut, fürs erste wär's nur der eine. Holen wir uns jetzt ab. Nein, bleib da stehen. Genau so. Immer mitten rein. Noch einer? Verarsch mich jetzt nicht. Da ist die alte feige Sau hier. Den müssen wir uns erstmal irgendwie abholen. Oh, eine? Tausende!
Komm, noch mal ein bisschen mit Köpfchen nach vorne. Was macht ihr denn schon auf dem Gelände, Alter? Meine Mates sind aber auch super drauf. Ah ja, kommen immer mehr rein, ja. Versteckt. Was ist das denn hier? So kleines Dörfchen hier, oder? Die Scharfschützen oben? Die machen am meisten Spaß, Scharfschützen. Ja, okay, haben wir uns irgendwie durchgewühlt. Geht auch irgendwie, ne? Was, alles? Mehr haben wir nicht? Okay. Dann wollen wir mal mit dem Spaß beginnen hier. Eigentlich müsste ich mir den Heli kapern hier und dann durch die Base fliegen und alles wegnatzen hier. Also können wir so wieder raus mit dem Kopf. Und wieder raus mit dem Kopf. Da ist der. Oh, leicht verschützt. Trefft den nicht, ne? Ist ja ätzend. Moment, da ist einer. So, ich nehme den Heli und mach die jetzt da oben kaputt. Ich komme da gar nicht rein erst, ne? Zum Heli. Ist auch ziemlich blöd. Okay, wir sind drin. Erstmal looten. Oh, da sind schon viele hier weg. Moment, dieses Geräusch ist normal. Granaten. Motivation. War die Kiste nicht, was wir haben. Ja. Nicht, halt die Füße still hier. Hä, wie komme ich denn da hoch, bitte? Aber mal gar nicht, oder? Achso, Leiter. Ja, hoch mit dir, bleib doch nicht an der Leiter kleben. Das ist noch eine Kiste. Ne, das war ja die Kiste. Upsi, pupsi. Da wollen die nicht mit rein, denn ich mache das eben halt alles alleine. Denn die Maussensibilität so komisch. Okay. Ja, warum meinte ich nicht, ne? Ich dachte, das wäre jetzt eine Gatling oder so ein Scheiß. Ja, ist okay. Kann man so machen. Heli-Raumüberwachung. Und eins, zwei... Ach Gott, bleibt doch nicht stehen. Entschuldigung, das hat mir Spaß gemacht. Oh, noch mehr feindliche Fahrzeuge hier. So halten.
überlebt er hier? Ah ja, nee, jetzt geht er kaputt. Super. Haben wir ihn erwischt? Ich glaube nicht. Ey, was, das geht nicht ab, Alter, so viele Konvoi-Dinger hier. Das macht mir gerade sehr viel Spaß mit solcher Hingabe, böse Menschen zu töten. Sehr schöner Schuss. Der war schön. Okay. Wie viele Autos kommen hier denn noch? Nee, das wird mir jetzt langsam zu anstrengend. Schöner Treffer. Wo kommt das Auto? Kein Auto mehr da. Ist überhaupt noch irgendjemand da? Denn einer war da. Untersucht alles, was ich gesehen habe. Ich glaube, ich habe den Heli geschrottet. Glaube ich.
2500 Credits. Na gut. Gab es hier noch irgendwas? Kommt noch eine Kiste. Und da oben noch unser eigentliches Ziel. Na, du sollst die Leiter hochklettern. Ach, die Kiste da, alles klar. Was haben wir jetzt? Handschuhe neue. Wir sollten uns mal sowieso mal wieder neu ausrüsten, Alter. Das kann ja nicht angehen hier. Angehen. Nee, das ist okay. Ich meine so rucksackmäßig. Genau. Kopfbedeckung. Haben wir da was Neues gefunden? Puller, guck mal den Helm hier. Handschuhe. Eine neue Weste haben wir nicht, ne? Alter Schwede. Schon ewig nicht mehr gefunden. Gut, wegen Panzerung und so, ne? So, jetzt gehen wir da auf den Tower rauf. Das ist eine Fake-Stadt oder sowas, ne? Irgendwie... Ah, da geht's hoch. Wo ist denn die Kiste? Hier? Oder noch ein höher? Ah, noch ein höher, oder? Okay, dann los. Fertigkeitspunkt. Da war ein Fertigkeitspunkt. Oh, da ist noch was. Der Kompensator. Super. Moment. Habe ich jetzt optisch gesehen diese blöde Mütze auf? Finde ich ja doof. Weil optisch gesehen möchte ich ja nur die hier aufhaben. Rein von der Optik her. Die hier. Und das sind mein Dings, genau. So einen blöden taktischen Helm können die behalten. Das brauche ich nicht. Kann ich keine Kopfschüsse gefangen. Ich bin derjenige, der Kopfschütze verteilt. Sollen wir mal gucken, ob der Heli noch benutzbar ist? Dass wir uns da vielleicht ein neues Ziel in der Luft aussuchen können? Das wäre natürlich sehr nice. Nein, der Heli ist im Arsch. Na super. Da hätten wir noch ein Fahrzeug irgendwo, dann fahren wir mit dem Auto. So viel Information. Oh, der ist auch schon ganz schön kaputt, oder? Kann man reparieren? Mach los, ich komm nach. Wohl nicht. Egal, wir überleben das trotzdem. So. Wir brauchen den nächsten. Was ist das denn hier? Das ist ein Haupteinsatz, ne? Und da ist ein Haupt... Achso, kein Ausweg. Das ist auch ein Haupteinsatz. Das ist aber... Ein Dreieraufsatz und das ist ein Einser. Dann gehen wir zu dem Haupteinsatz. Kann man den fokussieren? C fokussieren oder den fokussieren? Wir fokussieren mal den eben. Ach so, geht nicht. Gut, egal. Steigt ein, Leute.
5,9 Kilometer. Ja, daneben halt gehst du zu Fuß, ist mir auch egal. Oh, guck mal, hier ist nur eine Kiste. Die dürfen nicht da lassen. Wo ist die denn hin? Hä, wo ist denn die Kiste? Wo soll die denn sein? Oh, die haben wir da oben vergessen. Nein. Doch. Oh. Komm ich da hoch? So. Ah, ich hab's schon gesehen. Das Auto ist scheiße, was wir da gerade hatten. Wir müssen uns ein anderes Auto nehmen. War ein Auto noch hier drin, in dem Bereich? Oh ja, genau. Ich würde gerne so ein kleines E-Auto haben da. Feind in der Nähe? Was? Ja, einsteigen. Männers, wo bleibt ihr? Kann man nicht hupen? Nicht. Bleiben die denn alle? Und ich erwarte ein hohes Maß an Konzentration! Den jetzt übrigens an den Schützen oben. Lass sie mal ausblenden, die haben geile Sachen. Dieser Wagen ist etwas faul. Leute, da ist jemand! Kein Treffer, Christian! Mehr Feuer, das ist jemand. Oh, wie viele sind denn das, Mann? Kleiner beschissener Außenposten. Was ein Glück, jetzt ist vorbei mit der Übeltäterei. Der Akku der Drohne ist leer. Ich bin hier eigentlich nur hängen geblieben, weil ich hier... Oh, geil, der Jeep. Weil ich, die Kiste gesehen habe. Die wollte ich haben. Ich bin ja so ein Looter. Oh, eine neue Weste, Digga. Sofort anziehen. Nein, aus dem Rucksack heraus. Hier ist das die hier, ne? Ja. Gibt es noch was da oben noch, ne? Ja. Was gibt's hier drin noch? Gar nichts. Wir müssen nach Aufklärungsdaten suchen. Ja, ich mach ja schon, ich mach ja schon. Waffenersatzteile. Eine UMP oder eine USG? Hm. Ich warte mal auf den Tag, an dem DayZ alle Rechte an Waffen hat, so an namentlich zu nennen, dass es keine KA-74 mehr ist, sondern eine AK-47 oder eine KA-74U, das ist dann eine AK, was ist das, eine AKU? Ja genau, AKU-74 oder so heißt das Ding in Wirklichkeit, ich weiß es gerade nicht.
Das wäre mal geil. Oder Farmers anstatt Lemars. Apropos, wir sollten da unbedingt mal eine neue Waffe ausrüsten. Das sollten wir schon einmal machen. Eine neue Handding ins Kirchenwaffen bumsen. Okay, haben wir da was Neues? Ne, nur die Dings. Die M4 will ich eigentlich gar nicht eintauschen. Gut, wir nehmen, glaube ich, den mit Geschoss wieder. Ach, guck mal, da ist noch mehr. Oh! Eine Farmers. Was haben wir jetzt noch Fettes gefunden? Credits. Ach so, Credits. Oh, nein, eine neue Waffe. Eine LMG T95. Da irgendwie jetzt ganz genau irgendwie hinfahren oder müssen wir durchs Wasser und Berge und Seen und Landschaft? Oh, was rutscht das auf die Kiste? Das ist, glaube ich, ein Liebeslager. Da müssen wir uns, glaube ich, gar keine Gedanken machen, oder? Oh, hier gibt es aber wichtige Sachen. Was machen Sie hier? Ich? Oh, ich plündern. Eine Frage. Ich glaube, da geht es auch gar nicht weiter, wa? Oder? STG. Was machen Sie hier? Fahren mit Auto. Was ist denn? Wir sind Gott. Es wäre so geil, wenn der Schütze auch mal schießen würde, ne? Oh. Also Feuerfreigabe muss man drücken. Man muss ihn also sagen, wann er schießen darf. Nicht Fahrer. Auch nicht tragen. Wollte einfach mal diese Info hier haben. Untersuchen. Gott, bitte, untersuch doch das da jetzt. Ja. Da, jetzt haben wir es. Boah, sieht man ja nicht mehr sehr viel hier, wa? Bisschen sumpfig hier alles. Boah, was ein Nebel, hör mal.
kommen jetzt hier näher. Oh, 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 hier sind Kisten. Er steigt aus. Scheiß Bunker. In dem Bunker drin sind die Sachen. Wie komme ich denn in den Bunker rein? Also mal so gar nicht irgendwie. Hä? Komme ich nicht rein. Was? Wieso da denn nicht? Geht nicht. Frechheit. Liegt im Boot oder so? Da können wir mit dem Boot abdampfen. Nein, auch nicht. Ach, guck mal. Oh, ah, nee, doch nicht. Hey, wir kommen hier nicht rein. Hält der reinklettert durch die Spalte hier? Nee, auch nicht. Credits lasse ich mich nicht hingehen. Er ist ein Brecher. Gegner gesichtet. Volltreffer, Baby. Sichtkontakt. Kontrolle aktiviert. Zeig mal, was du kannst. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Hm. Das ist irgendwo noch eine Drohne. Oh Gott, bin ich alt. Komm, lass uns den nehmen, Kinders. Warte mal, der ist ein bisschen heiler, glaube ich, oder? Obwohl, nee, dann habe ich noch mit der Hand aufgeschossen. Das könnten wir machen mit dem. Guck mal, der ist noch ein bisschen flotter unterwegs hier, der Kollege. Leute, sehr gut gemacht. Hier wird keiner zurückgelassen. Quatsch, nein, keiner wird hier am Leben gelassen. So meine ich das doch. Ja. Genau. Ja, Blaupausen nennen wir Blaupausen niemand mit.
Ja, einsteigen, Junge. Ganz vorsichtig. Da kommt ein Auto. Ja, mach hinne. Gut gemacht. Fährst du auch näher? Schießt ihr auf uns? Alle erledigt, ja? Sehr gut gemacht. Feinde in der Nähe sein. Verstanden. Wir sind in Bereitschaft. Einer wird noch am Leben sein, oder? Ja, einer ist noch am Leben. Der war eh keine gute Hilfe für seine Kollegen. Sind eh alle gestorben. Was hat denn hier gerade so gebumst, Alter? Sind das wirklich Nachbarn? Sind die so laut? Kannst ja keinen erzählen, dass unsere Nachbarn so laut sind, ne? Oh, was ist das denn? PSG. Ist das eine Sniper? Was ist das? Warte mal, doch, warte, hier müssen wir rauf, einmal auf dem Rucksack. 42er oder was? 49er, ist das eine Sniper Rifle? Oh. Oh, die macht ja ein hübsches Bild. Nee, wir müssen einen hören. Da weg, Digga. Genau da. Schroti. Oh, hab ich mich erschrocken, Alter. Schieß ab! Warum schießt ihr den Treffer? Ich weiß nicht, warum meine Leute nicht geschossen haben. Okay. Oh, das ist Kackviech. Wen haben wir denn da? Feinde in Reichweite. Terminator.
Schuss! Vorsicht, böser Beschuss! Womit? Hä? Hä? Wovon und womit? Was ist das für eine Maschine, Digga? Wir müssen dahin. Nützt alles nichts. Wir brauchen das, was sie zu bieten hat. Also nicht die Maschine, sondern die Kisten. Oh. Zwei Schüsse. Aber. Was ist das denn für ein Super-Terminator, Alter? Ich glaube, wir kriegen diese Kiste da nicht, ne? Was ist das denn für ein Biest, ey? Wie konnte ich denn nochmal die Granaten ausrüsten, dass ich da dann mit Granaten auf das Viech werfe? Man bräuchte irgendwie sowas wie so eine kleine RGB. Da, Granaten-Sensorgranate. Raketenwerfer. Na, da haben wir doch endlich mal was. Ja, kann ich ausrüsten? Da ist der Flugkörper drauf. Langsam, Feind in Reichweite. Aber was? Achso, was soll das denn? Chatten? Nee, will ich nicht. Ey, wie muss er die doch ausrüsten? Macht er das mit E? Hä? Warte mal. Da. Das ist schon automatisch, wa? Auf jeden Fall muss man doch irgendwie aus unserem Inventar doch irgendwas nehmen können, womit wir die. Guck mal, hier ist doch Raketenwerfer. Wie kann ich den denn ausrüsten? Verbrauchsgüter. Kann man den irgendwo reinziehen oder was? Kann man den irgendwie eine Nummer geben? Auch nicht. Vier Schuss wird uns total helfen. Nee, dann macht er nur das. Hä, was soll das denn? Tätigkeiten.
Verwaltung öffnen, Inventar. Und fertigen. Ach, guck mal, er hat nur das im Inventar drin. Aha. Warte mal, dann statt diese Spritze nehme ich noch die Splittergranaten mit rein. Die Flasche ist schon ein bisschen wichtig. Okay. Warum macht er die Drohne an? Bist du blind, ne? Drohne gestartet. Granate, was gebracht? Verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum er dieses Dings nicht auslöst, diesen Raketenwerfer. Raketenwerfer nicht ausrüsten, das verstehe ich nicht so ganz. Den hätte ich gerne, aber es muss doch irgendwie so ein Schnellinventar-Slot-Dingens geben, was ich da ausrüsten kann. Weil die Panzerfaust, also der Raketenwerfer wird uns da glaube ich schon helfen. Los geht's. Okay, nochmal. Wie war das jetzt gerade? Inventar? Bewaffnung. Das haben wir unter den hier gefunden, ne? Und da den Rucksack hier. Inventar, genau, da haben wir ausgerüstet. So, wie mache ich das denn jetzt? Haftnotiz? Ja. Warte mal, nochmal Inventar. Übersicht. Bewaffnung. Ja. Ja, da immer noch G drinne. Ist das Ding noch nicht tot? Die Deckung muss. Du siehst nicht gut aus. Wieso ist das Ding nicht tot? Ich versteh's nicht. Der hat zwei mit dem Dings gekriegt. Du musst SDAS über die Alt-Taste auswählen. Ja, genau, stimmt. Hattest du mir beim letzten Mal schon erzählt. Zurück in den Kampf. Zurück in den Kampf lassen. Dankeschön. Du hast dich ja heimlich angesneakt wie so eine Wiper, du. Meine Güte. Hab mich erschrocken, als du auf einmal geschrieben hast. Also erstmal moin, Black Wiper. Gut. Passen wir's an. Überalt. Ja, genau. 7 war das, ne? Genau. Hat er ausgerüstet jetzt, genau. Gehen nutzen. Geh mal einen Schritt beiseite, Dickerchen. Wir wurden vom Feind entdeckt. Wieso passiert da nichts mit denen? Ist er jetzt down? Nee, ist er immer noch nicht down. Die Drohne ist gestartet. Was ist denn mit diesen Dings los, Alter? Warum ist es denn so heftig? Locker durch den Fels durch, kein Problem. Komm, wir hauen die ab, das ist scheiße. Wir hauen die ganz einfach ab.
Würde ich gerne, wenn er uns lässt. Was ist denn das für ein Tier, Alter? Ah. Das wird doch gerade sehr eng für mich gerade, warte. Ne, MP-Granate. Vielleicht ist das die hier, ne? Kannst sagen, was du willst. Das Ding ist mehr als unheimlich. Warte mal. Ja, ja, du musst dich jetzt nicht eingraben. Alles gut. Ja, wegen dem Loot allein schon. Boah, jetzt kommt hier auch noch so ein Kackteil an. Arsch. Ach gut, damit darauf war ich gar nicht vorbereitet. Jetzt schießt dieser scheiß Panzer schon wieder auf mich. Lass deine Bodendrohne. Du blutest ohne Ende, Boss. Geh in Deckung. Landdrohne. Das sind zwei jetzt für diese scheiß Mistviechern. Alter, was? Das Ding steht ja schon wieder. Also die Idee mit der Granate sah gut, mit der EMP-Granate. Hält bloß nicht lange an. Das ist natürlich echt ärgerlich, ne? Aber ich glaube, ich bin ja auch in ein Gebiet, wo ich eigentlich gar nicht sein sollte. Also lass uns hier verschwinden erstmal. Scheiß erstmal auf den Loot, den holen wir zu spät irgendwann wieder. So, das heißt, Karte auf. Suchen uns ein neues Gebiet raus, wo wir hinwollen. Wir wollen hier... Hä, wo ist denn das... Hä? Wo sind die ganzen Einsätze jetzt hier oben? Da, da wollen wir hin. Gut, das heißt, wir müssen uns gucken, dass wir irgendwo einen Heli oder so einen Scheiß kriegen. Kein Ausweg. Ja. Aber hier sind wir auch gewesen, ne? Hier haben wir auch schon alles geholt gehabt. Und trotzdem schaffen wir das hier irgendwie nicht. Okay. Gibt's Klamotten? Ja, lass uns da mal hin, wo ich den angemacht habe. Und dann dahin. 2 Kilometer. Hallo Hund. Und dann gucken wir mal, dass wir gleich eine ein Heli kriegen oder sowas, damit wir schnell zur Hauptmission können. Feind in der Nähe. Sauberer Schuss, Ghost.
Was ist das? Das ist wie diese Kackdrohne oder was? Kann ich nicht sehen. Die sehen nur irgendwelche Pfeile auf 200 Meter. Das sind Menschen, glaube ich. Oh. Nicht zu vorschnell. Wir haben gleich Ärger. Ja, ich wollte den Schuss hier nochmal machen. Das waren drei. Gut, einen, wenn die erledigt haben, ne? Der bleibt in einem Baum verstecken, der Penner. Feigling. Das ist ein scheiß Baum. Heli fliegt auf uns zu. Deckung suchen. Komm, gib mich so an. Ist immer gut, wenn die Taschenlampen anhaben, ne? Dann hat man also immer so ein kleines Ziel, wo man drauf schießen kann, darf, wie auch immer. Ja, wie gesagt, die Idee mit der EMP-Granate war nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, warum... Ich meine, ich habe ja öfter schon solche Bodendrohnen fertig gemacht, ne? Aber die... Keine Ahnung. Vor allem gut, die eine war gepanzert, ne? Ich trinke immer genug. Feindgesichtet. Ich fasse nicht, dass du immer noch nicht fertig bist. Wir müssen zurück zum Bravo-Team. Sei still und lass mich arbeiten. Scheiße! Weg! Wir werden ihn nicht essen! Runter! Ja, der soll tot sein. Du bist nicht tot? Oder waren es vier? Also geht kein Risiko ein, bis wir sie haben. Kontakt! Behalten! Ah, waren vier, alles klar. Irgendwie war ich bei drei. Oh, irgendwas kaputt gemacht. Untersuchen. Untersuchen. Ach, nun komm. Nicht Passagier. Oh Gott. Da sind sehr viele Infos, ne? Für Waffen, Blaupausen und schießt mich tot und alles, ne? Das ist schon echt Wahnsinn. Da bist du ja jahrelang am Spielen mit dem Spiel, ne? Hat Ubisoft endlich mal ein Spiel gemacht, das länger geht. Oder, ja, was länger als normal geht. Müssen hier links. Scheiß auf den LKW jetzt. Da ist Licht. Kleinen Zack näher ran. Volltreffer, Baby. Deine Schuss war klasse. Ärger im Arsch. Da ist nur einer. Ich hab den Feind entdeckt. Da. Immer hinterm Baum, ne? Diese Feiglinge. Komm raus. Gut. Ist auch noch irgendwo einer. Noch einer. Hat 39 Meter. 189. 88. Mein Gott, versteck dich doch nicht hinter diesem verkackten Baum, Alter. Was würdest du machen, wenn du weg, wenn deine Kollegen weggesniped werden? Ja, weiß ich nicht. Das, der Trinit. Aha, Brecher sind die...
Granatwerfer, Digga. Uiuiuiuiuiui. Wo packe ich den denn jetzt auf? Brauche ich keine Pistole mehr, schieße ich eh nicht mehr damit. Da hinten ist ein Häuschen, ne? Oh. Ich habe einen Commander gesichtet. Feindlicher Helikopter, aufpassen. Hm. Wie gerne ich den wegballern würde, ne? Steh auf, Junge! Ich habe einen Wolf identifiziert. Er bewegt sich nicht. Roger, verstanden. Was ist nicht gut? Hm. Ah, das mit Snipen ist schon eine ganz geile Sache, glaube ich. Das ist irgendwie so langsam meine Passion, habe ich das Gefühl. Okay. Endlich können wir mal... Obwohl die MK-Dings ist eher so ein Scharfschützengewehr, ne? Kein Sturmgewehr, ne? Ne, ist ein Sturmgewehr, schön. Mal Zeit, dass wir was Neues kriegen. Snipen finde ich mega geil. Ja, Schock. Ich mag es gerne auch, so werde ich jetzt. Ich spiele meistens spiele ich ja DayZ. Und da gefällt mir Snipen tatsächlich auch am geilsten irgendwie. Alles andere, so Nahkampf, ich meine gerade so PvP-Bereich, jetzt gerade jetzt, was DayZ anbelangt, wo du den ganzen Shit verlierst, wenn du stirbst. Dann kickt dich der Nahkampf zu sehr einfach. Das ist dann gut, obwohl Snapman auch in dem Sinne kickt. Aber. Ah. Da vorne sind irgendwelche Wolves. Da vorne. Das ist auch was. Wolf markiert. Mann, bleib stehen. Kann nicht sein. Da, der ist weg. Und sein Kollege hat nichts mitgekriegt, oder seine Kollegin. Was? 15 Kilometer? Was? Hä? Moment. Da waren wir weg. Das ist doch keine 15 Kilometer. Bestimmt zeigt er mir diesen anderen Flecken da an. Ja, das andere sind 700. Alles klar, gut. Was ist denn das da hinten? Lass mal luschern eben. Unabhängig jetzt mal von dem, was wir eigentlich vorhaben. Das sieht aus wie eine schicke Military Base, wa? Alter, hallo? Was ist da los? Der verzieht ja voll nach links. Die haben was bemerkt.
Phänomenal. Das war ein Heady. Noch einer? Egal. Die Wolke. Schon wieder rüber? Ja, klar. Da sind auch gleich welche. Wir haben noch gar nicht unser neues Sturmgewehr ausprobiert, ne? Das müssen wir auch jetzt mal ausprobieren. Ja, ich wollte es hier. Vielleicht sollten wir mal eben unseren. Vielleicht kann ich das hier auf das untere Ding legen. Da kann ich noch Pistolen drauf packen. Ach, das ist ja blöd. Muss mich entscheiden, entweder Snipen oder Granatwerfer. Da fällt mir die Wahl ja ziemlich leicht, ne? Oh, den habe ich erwischt. Oh, wie das gerauscht hat. Schupp. Vorsicht, die wissen, dass wir da sind. Hä? Woher das denn? Okay, jetzt chillen wir mal ganz kurz. Und checken mal alles mit der Drohne ab hier. Oh, warte mal. Oh, die wissen wirklich, dass wir da sind. Dass die hier keine... Moin, hi. Guten Morgen. Ich sag jetzt mal Taka. Was ist das für ein Y da? Das ist immer so, dass die Sache, man liest ja nur die Namen und weiß nicht, wie die ausgesprochen werden. Ne? Ich bin da ja ziemlich zu alt für sowas. Muss mal so überlegen, ich spreche englische Wörter eigentlich quasi so aus, wie sie geschrieben werden. So, ich glaube, wir haben alles soweit im Blick. Kein Sniper am Start, oder? Okay. Doch, hier soll irgendwo ein Schütze sein, oder? Ja, ein normaler Schütze. Soll ich den Vordereingang spazieren? Nein, das machen wir nicht. Guti, guti. Dann lass uns mal sehen. Ich glaube, ich der einen wegsnipe, dann wissen die anderen sofort, ja, im Moment, da ist jemand, ne? Aber gucken, ob wir einen guten Schuss irgendwo kriegen. Die auf dem, in den Häusern, die haben natürlich keinen... Gegner lokalisiert, da. Es hat aber lange gedauert, bis der mal die Luft anhält, ne? Oh, die waren gar nicht draußen. Ich dachte, die waren draußen. Naja. Vorsicht, die halten nach uns Ausschau. Achtung. Feind identifiziert, da drüben. Na komm, trau dich. Zielt Person haut ab. Wir haben wir bald, sucht sie. Gegner lokalisiert. Das sind aber,
Und die chillen da ganz gemütlich, ne? Ihr könnt ja den einen oder anderen auch mal wegschießen. Was haltet ihr davon? Versteckung? Oh, die haben eine Petze dabei. Okay, der ist irgendwo dahinter. Niemand mag Petzen. Moment. Krieg ich ihn erwischt? Oh, der fährt ein Auto raus. Oh, 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 oh. Ich hab den Feind entdeckt. Schauen wir mal, was wir hier haben. Wenigstens gehen wir nicht blind rein. Oh, alles klar. Ich sag dir, was ich habe. Komm, gib mich voran. Hey, wo sind die denn jetzt? Sieht nach feindlicher Verstärkung aus. Was sind die denn jetzt? Das denke ich auch immer. Hey, wer sind die denn jetzt? Hi! Du heimlicher Mensch! Ja, und ich hab sogar richtig weit hoch geschafft. Und dann bin ich abgestürzt, da hab ich keine Lust mehr, da bin ich, dann war ich bedient. Okay, dann müssen wir heute Abend. Nein, heute Abend gibt es. Ich zeig gleich mal, wie hoch ich geschafft habe. Ich war echt scheiße hoch und durch den verkackten normalen Schritt, Alter, bin ich runtergefallen. Warte mal. Mal sehen, wo wir es zu tun haben. Jetzt ist hier auf einmal Krieg ausgebrochen, alles wegen mir. Okay, ich loote mal, während meine Mates da am Ballern sind. Das halte ich für eine sehr, sehr gute Idee. Rein in die Hütte! Ja. Brecher markiert! Sichtkontakt da! Arschloch! Gerade wenn man sie mal brauchen kann. Brecher gesichtet. Hoffen, wo denn noch? Das war natürlich jetzt so. Scheiße! Ist er tot? Nein, nicht nachladen. Abwand und da kann ich die Leute nicht durchballern. Okay. Mal rein. Ah. Gegner, da! Wow. Ich will mir gar nicht mehr vorstellen, dass es nochmal jemand. Okay. Ah, da! Ein Sniper noch. Okay, sehen. Oh, noch. Runter! Geschützturm! Bin ich gar nicht recht. Gut. Bam! Sauber, Boss! Was anderes nur Geschützturm, wa? So, gut. Oh, da redet noch einer. Gegner in Sicht, da. Oh. Ach, jetzt macht er. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dafür haben wir das alles gemacht. Für nichts anderes.
Wir töten viele Leute für so ein bisschen Loot. Wo ist denn jetzt unser Loot-Scheiß, den wir mitnehmen wollten hier? Da oben. Ach, guck mal hier. Ist da oben ein Treppenaufgang oder was von außen? Nee. Ist da noch ein Gegner? Sehe ich da was? Geh mal weg da. Oh. Kann man ja mal gut wechseln hier. Was haben wir noch? Irgendwo ist doch noch eine Kiste. Hier, die hier. Ein Heli wäre ziemlich geil, ne? Eine UMP, Blaupause. Gut. Was haben wir hier noch so Feines? Oh, eine neue Pistole. Zum Verkaufen, aber. Ach so, das ist ein Scheiß. Hä? Nee, laut dem soll hier irgendwo ein grüner Loot sein. Außerhalb, wa? Nee, warte mal. Ah, da. Aus dem Fall. Oh! Pecheng. Ach scheiße, da gibt es wirklich chinesische Maschinengewehre, die Pecheng heißen. Oh. Wolfsrüstung. Hört, 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 hört. Guck mal, was der Tomji da gefunden hat. Guck mal, kriegt ihr auch optisch hin? Glaub nicht, ne? Ne, optisch nicht. Optisch muss man die hier sich kaufen. Ne, da ist sie doch. Sieht aber nicht so geil aus wie meine gekaufte, finde ich irgendwie, ne? Mit meinem Panzer da dran, die Wolfsrüstung. Hm. Ja, der zugehen irgendwie noch. Da ist noch eine Kiste. Eine Heli hier gehabt, ne? Was hast du da? Hast du mir nichts Leckeres mitgebracht? Du! Mit Quina! Eis essen! Und ich? Und ich? Ich habe keine gegessen, das ist schon mal mehr. Ja, ist auch richtig so. Ich hoffe, du kriegst davon Durchfall. Hallo. Das ist gemein.
So. Heli wäre geil. Haben wir nicht. So ein Scheiß, ey. Wir sind... Ah ja, hier wäre diese eine Aufgabe, ne? Genau. Was ist das? Ausrüstungsdepot. Lass da mal eben hin. Da. 1,3 Kilometer. Gibt es ein Fahrzeug hier irgendwo? Gar nicht auf so einen schnellen Buggy, aber irgendwie. Nicht, doch, da. Scheiße, Mann. Neue Weste. Oh, was geht denn hier ab? Auf der anderen Seite von... Ach, guck mal, wir haben hier einen Chiki-Shawa, oder wie das Ding heißt hier. Oder einfach nur Biwak. Ich finde, wir haben so einen Schmollmund, so ein bisschen so. So, Tag der Vorbereitung, wir müssen was trinken. Und noch mehr trinken? Nee. Guck, hier kann man die Klasse ausrüsten. Jetzt haben wir gerade aktuell Scharfschutz ausgerüstet. Was natürlich, man kann auch nur eine Klasse ausrüsten. Ah, guck mal. Guck. Okay. Jetzt können wir uns noch ein feines anfertigen. Panzerfaustgranaten? Nein. Sehschärfe-Dosis, geil. Würde ich schon immer mal haben. Okay, Granaten, so. So. Werkstatt. Und hier könnten wir eigentlich auch so ein Ding spawnen lassen, ne? Ein Fahrzeug, oder? Overseer, Hubschrauber, was?
Der Fahrzeugübersicht kann jeder Spieler auf sein eigenes Fahrzeug zugreifen. Ja, super, das finde ich doch klasse. Nur habe ich keins, glaube ich, oder? Doch. Oh. Das ist mein Fahrzeug? Kann ich das spawnen? Habe ich noch mehr Fahrzeuge, von denen ich nichts weiß? Nö. Ein Heli ist ja schon mal ziemlich gut, oder? Kann ich das spawnen? Lage abbrechen. Werkstatt. Ich würde den Hubschrauber gerne spawnen lassen. Geht das nicht? Ah! Warum nicht? Das ist meine Menschen, ne? Achso, das ist ein Chat. Okay. Jetzt. Obwohl. Okay, dann kann ich dann wohl mein Fahrzeug doch nicht spawnen, ne? Finde ich aber schade. Das hätte ich gern gemacht. Ja? Zone, denn ja, alles cool. Da haben wir nichts verloren in der Gefahrenzone, wa? So, das ist die. Hä? So, drei tödliche Tiefen, genau. Und da wollen wir aber eigentlich hin. Ich würde gerne da mein Ding hinsetzen. Boah, wie viele Fragezeichen es hier auf der Karte gibt, Alter. So, lass mal versuchen, hier um diese verkackte Insel hier rumzuschwimmen. Am liebsten hätte ich ja mein Heli, aber irgendwie ist mir das nicht gestattet, mein Heli zu haben. Wie spawn ich den denn? Ich würde den spawnen lassen gerne. Das ist auch irgendwo eine Drohne. Das hört sich immer so an, als würde irgendwie ein Fliegentier rumfliegen. Warte mal. Das sind 15 Kilometer, aber wir müssen dafür nach Norden gucken. Ah ja, Nord. Da, in die Richtung. 7,2 Kilometer. Ach, scheiße. Jetzt besser nicht entdecken lassen. Wollten ja gleich nochmal los und einkaufen, ne? Alles sauber. Der ist real aus Reichweite. Ja, super. Die sind heftig drauf, die Jungs.
Oh, neues Gewehr. Wahnsinn, was ich hier schon alles jetzt hab, ne? An Gewehren und so, das finde ich ja heftig, ja. Da sind wir hergekommen, aber da müssen wir auch wieder hin in die Richtung. Hier ist ja Party hier im Wohnzimmer, oder? Ganz schön heftig für 15er Tonnen. Wo bleiben die anderen? Oh. Macht er denn? Egal. Oder zu sehen, wie er es euch findet. Oh. Moment, wo kommt denn mein Heli her? Braucht er wahrscheinlich noch ein bisschen Platz zum Spawnen, wa? Ein Naturtalent. Oh, ach so, dafür war das gedacht. Alles klar. Ja, steig auf, da kommt Gegner. Treffer versenkt. Das ist ein kleines Lager. Haben wir hier schon kaputt gemacht alles?
Leute, könnt ihr mal, ihr dürft ja gerne mal zurückschießen, ne? Wie willst du das denn erzählen, Digga, ey? Dann schieß ihn doch ab, ihr habt doch Feuer frei gehabt die ganze Zeit schon. Das Gebäude reingeschossen, nichts passiert. Ist tot. Hallo. Du Frechmops. Was? Gleichhust. Warum lachen wir? Nichts. Du bist nämlich ein Frechmopst. Weil du das heimlich geguckt hast, was du nicht gucken solltest. Ja. Nein, du Frechmopst. Ja, ja. Das ist ein Mörsergeschütz.
raus, ihr Schweine, ihr feigen Sausack-Schweine. Guck mal, das ist noch ein Geschütz hier. Dann holen wir die mal so aus. Da sind wir ziemlich konsequent bei so etwas. Neue Heli steht ja auch schon vor uns. Danke, finde ich auch. War sehr hübsch anzusehen. Gegner gesichtet. Wechsle Position! Hey, schieß weiter! Ah, den habe ich schon durch die Dings erschossen, super. Ich wollte mich gerade drüber aufregen, warum geht das nicht durch die Mauer zu schießen? Da liegt gerade jemand zusammengekauert, verängstigt. Credits. Naja, also 20 Credits hauen das ja nicht alles raus, ne? Das muss man ja sagen, dass das jetzt nicht so, wow, Credits. Hm, noch welche am Leben? Genauso und nicht anders. Was ist denn ein Pack ist noch am Start, oder? Gefangen da drin.
Noch Aufklärungsdaten. Hä? Ja. Und jetzt auch wenigstens meine, die jetzt gut. Ja. Okay. Okay. G28. Wir müssen doch mal wieder hoch. Können wir da hochklettern irgendwie? Ja, da hoch. Geht nicht, schade. Das wäre natürlich zu geil. Hoch. Neue Entdeckung. So, kommen wir noch in die Tasche hier irgendwie bitte. Damit wir. Ah ja. Ja. So, dann wieder runter. Heli nehmen. Und wir springen da alle mal rüber. Ist zwar nicht meiner, aber. Ebenso wie meine. An Übersee. Kommen meine Tuts schon mal alle hoch oder wollen die nicht? Weiß nicht. Oh, der eine hat's vergessen. Ah ja, jetzt ist doch hoch. Sah schon ein bisschen witzig aus. So. 4,2. So, warte mal, wir wollen irgendwie Richtung Norden, ne? Bitte gucken aber Richtung Süden. Was ist denn 4,2 im Süden? Ach, das hier. Ja. Was ist das denn hier? Haupteinsatz. Lösen. Und hier den hier. Ach so, das sind nur die Optionen, die man denn hat, ne? Warte mal, dann fliegen wir da, wo 4, was ich was war. Wo sind wir? Wir sind hier nördlich. Ja, dann lass uns doch dahin fliegen. War das 4, noch was? Ja. Ja, aber das geht ja in Richtung. Ist aber auch nicht korrekt. Warte mal. Nee, da fliegen wir in die Richtung. Das ist ja auch wieder Quatschkram. Leider mit denen.
war denn das da eigentlich mit diesem Lager da, was ich mir da angeheftet habe? Mopeds, Mann. Hallo. Hallo, was grinst du so? Was? Gleich. Schießt mir so voll in den Arsch. Da jemand rumlaufen sehe. Ich sehe gar keinen Laufen. Oh, Scharfschütze. Der Scharfschütze war ganz gut. Thank you.
gleich so rein in den Bildschirm, ne? Ja, hallo, was spielst du denn jetzt? Ja, ich mach doch jetzt schon. Ich bin doch schon jetzt hier gleich mit Chico. Egal, wie das die Feiern machen. Merkt das schon, ne? Bums. So. Ich hab Inka gehört, wenn Inka das sagt, dann ist Inka der Chef und dann muss ich auch parieren. Nächstes Mal sind wir hier bei der. Augenblick, wir gehen hier mal erst aus dem Ecke. Da sind wir beim nächsten Mal. Und ja, man kann sich eben halt nicht lösen von dem Dreckspiel hier, ne? Das ist ein richtig suchtpotenzielles Spiel, Alter. Das ist unfassbar heftig. Gut, Kinder, das war's wieder für heute. Dankeschön fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüssli, Müsli.